Nach dem tragischen Zwischenfall vor ihrem WM-Kampf vor 1,5 Wochen ist Rola El Halabi inzwischen im Bundeswehrkrankenhaus Ulm untergebracht. Sie erholt sich dort von 4 Schüssen und wahrscheinlich kaum erträglichen Erinnerungen. Marc Dorfmüller begleitet Rola seit Jahren als Arzt und auch als Freund. Daher kann er besonders gut einschätzen, wie es der 26-Jährigen gerade geht. Rola El Halabi ist seit vergangenem Freitag im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Ihr behandelnder Arzt ist Professor Friemert, aber als ihr Teamarzt ist auch Marc Dorfmüller sehr besorgt um Rola und versucht oft nach ihr zu sehen, wie auch heute. Gut, die Rola ist schon noch müde. Man merkt auch, dass sie natürlich noch die ganze Problematik und Dramatik da in Berlin noch nicht überwunden hat. Das kann man eigentlich auch nicht erwarten. Sie ist liegt im Wesentlichen im Bett, ist mobilisiert, hat zweimal am Tag Physiotherapie im Bundeswehrkrankenhaus, ist da sehr, sehr gut versorgt. Aber sagen wir mal, sie ist noch in der Phase, wo sie mobilisiert wird, wo sie jetzt einfach noch ein bisschen stabiler werden muss. Und ich denke, sie hat nicht so große Schmerzen. Zumindest körperlich. Aber wie sieht's in ihr aus? Marc Dorfmüller war selbst in Berlin, war sogar in der Kabine, als Roy El Halabi hineinstürmte und seine Stieftochter Rola in seine Gewalt brachte. Auch für Dorfmüller war das ein Schock. Umso schwieriger muss es für die Boxerin sein, diese Erlebnisse zu verarbeiten. Grundsätzlich muss man sagen, ist die Rola natürlich in ihrer ganzen Persönlichkeit eine unheimlich starke Frau, eine starke Person, von dem man mal annehmen kann und oder hoffen kann, dass sie sowas natürlich schon gut bewältigt. Ja. Wie ihre Strategien da sind und was wir machen können und wie sie es verarbeitet, das muss man dann auch nochmal im Laufe der Zeit sehen. Ja. Also es wird sicherlich alles getan für sie, was sie will, was sie auch an sich ranlässt, wird man ihr gerne anbieten. Und dann bin ich also großer Hoffnung, dass sie das mit ihrer tollen Persönlichkeit toll, richtig gut hinkriegt. Inzwischen kann Rola ihr Bett kurzzeitig schon wieder verlassen. Im Krankenhaus bleibt sie aber noch länger. Dass sie jemals wieder boxen wird, will Dorfmüller zumindest nicht ausschließen. Ich kann nur sagen, dass sie sich's natürlich wünscht und die Hoffnung, wie man so schön sagt, stirbt immer zum Schluss. Sie hat eine schwere Verletzung an der Hand. Ein Boxer braucht natürlich nicht nur die Hand, sondern eine Faust, die zuschlagen kann, die treffen kann. Wir hoffen, sagen wir mal alle, und ich denke, es müsste auch möglich sein. Wir hoffen, bald selber mit Rola sprechen zu können, aber natürlich geht ihre baldige Genesung vor.